Für die liebende Güte-Meditation wollen wir uns einfach den gegenwärtigen Moment bewusst machen. Uns bewusst machen, dass wir hier mit Menschen zusammen sind, die wie wir auf dem spirituellen Weg sind, dass wir uns in einem Raum befinden, wo schon viele, viele Stunden meditiert wurde, wo Ayakema viele Kurse geleitet hat, wir wollen uns den Altar bewusst machen mit dieser wunderschönen Buddha-Statue. An die Reliquien denken, die Buddha-Reliquien, die auf dem Hocker neben dem Buddha sind. Uns die Blumen bewusst machen und die Kerzen, die dem Altar die Schönheit und Feierlichkeit geben. Die Kuan Yin bewusst machen, weibliche Figur für Mitgefühl, einen Aspekt der Erleuchtung. Und sich ganz für diese Atmosphäre öffnen. Und für die Schönheit des gegenwärtigen Augenblicks öffnen. Für den Frieden. Für die Heiligkeit. Spüren, wie unser Herz davon berührt wird. Spüren, wie gut es unserem Herz tut, sich in so einer Atmosphäre ganz öffnen zu dürfen, entfalten zu dürfen, ohne Angst haben zu müssen vor Verletzung, vor Irritation, vor Schmerz. Unser Herz jetzt für die Mitmeditierenden öffnen, unser Herz an sie verschenken. Ohne Angst, übervorteilt zu werden, ausgenutzt zu werden, sondern in dem tiefen Bewusstsein von Geborgenheit und Beschütztsein,
und spüren, wie sich die Herzen tatsächlich miteinander verbinden. Spüren, wie sich die Separierung auflöst und Einheit zu erleben ist. Und dann wollen wir wieder einen Menschen einladen, den wir sehr gern haben, zu uns in die Mitte zu kommen, um an dieser Atmosphäre teilzuhaben, um das Heile zu erleben, Geborgenheit, Beschütztsein, aber auch die Verbundenheit zu spüren. Und wir öffnen und verschenken unser Herz auch an diesen Menschen. Jetzt wollen wir an einen Menschen denken, der in einer schwierigen Lebenssituation ist, vielleicht einen Verlust erlitten hat, überfordert ist, krank ist. Wir wollen auch diesen Menschen einladen, zu uns in die Mitte zu kommen. Und auch das Herz dieses Menschen berühren wir mit der Atmosphäre aus Heilsein, aus Geborgenheit, aus Beschütztsein, aus Offenheit, aus Toleranz, aus Verbundenheit. Und sich vorstellen und auch erleben, wie gut es diesem Menschen tut, so ein Geschenk zu bekommen. Und spüren, wie gut es uns tut, so ein Geschenk zu machen. Metta, Liebe, Mitgefühl zu verschenken, zu geben. Eine der schönsten Formen, den Weg zu beschreiten, den Weg des Gebens zu beschreiten. Wir wollen an andere bedürftige Menschen denken, Menschen, die krank sind, alt sind, alleine sind, hilfsbedürftig sind, vergessen sind. Und all diese Menschen einladen, zu uns in die Mitte zu kommen.
Wir wollen diese heile Atmosphäre, dieses Beschütztsein und Geborgensein an all diese Menschen verschenken, sodass auch sie in ihrem Herzen Beschütztsein, Geborgensein, Heilsein spüren. Und sich vorstellen, wie viel Freude wir mit diesem Geschenk bereiten. Wie viel Dankbarkeit wir damit bewirken. Dann wollen wir noch einmal die Herzen verbinden. Noch einmal die Kraft, die heile Kraft, Kraft der Geborgenheit, diese Schutzkraft noch einmal bündeln. Und dann diese Kraft wieder an Plätze und Orte hinfließen lassen, wo sie besonders dringend gebraucht wird. In Ländern, wo Krieg herrscht, wo Gewalt ist, wo viel Dunkelheit ist. Viel Begehren, viel Hass. Und diese heile Energie, diese wohlwollende, diese liebevolle, beschützende, geborgene Energie, zu so vielen Wesen, wie es uns möglich ist, fließen lassen. Und mit der Achtsamkeit wieder langsam zu uns kommen. Noch einmal die Geborgenheit und Weite im Herzen erleben. Noch einmal spüren, wie gut sich das anfühlt. Das Herz zu verschenken, andere Herzen zu berühren, Verbundenheit zu erleben. Und diese heilen Gefühle
im Herzen verankern, so dass sie ganz einfach zugänglich sind. Mögen alle Wesen glücklich und zufrieden sein.